Moin Moin Leute, willkommen zurück bei dem Koop Let's Play von Gun Home mit Lil Blau. Lil Blau. Was ist da was an? Wasser. Guck mal, ich stehe so einen Wasserspender im Kühlschrank. Echt Hitze. Komm schon. Geh. Nimm mal was Kleineres. Ja. Nein. Komm schon. Ich werde es jetzt da reinkriegen. So. Ja! Okay. Und beep, beep, beep. Ich kann ihn nicht betätigen, verdammt. Start! Oh. Aber. Gern! Verdammt. Ich will Ketchup braten. Ketchup? Trotzdem machst du Cola rein. Das ist nicht Ketchup. Oder Limo oder was? Ich weiß das von. Cola, sag ich doch. Egal. So. Nochmal Pizza, aber keine. Pizza. Zimmesse und. Dann so. Mensch, ganz vergessen zu wechseln. Eine Aufnahmesession, da ist wieder Terror. Schäm dich, schäm dich. Semenze und Daniel. Schreibe das ja eigentlich mit I, aber egal. Ja. Waren, na gut, kann man schreiben, wie man will. Danger. Waren eines Tages im Wald. Es war sonnig und sie waren auf dem Abenteuer. Aber sie gingen in den bösen Teil des Waldes und es wurde dunkel. Ich glaube, das musst du diesem mit französischen Akzent vorlesen. Aber sie ist aber Spanisch, oder? Eigentlich ja. Daniel sagte, du hast Angst. Also sagte Sam, Smartha, nein. Du musst sie lachten und gingen weiter in den bösen Teil und dann gingen sie in einen Teil, der nie zuvor da war. Und dort war ein Schiff, ein Piratenschiff. Das ist geil. Auf einem Ozean, Samantha sagt, ich bin der Kapitän und du bist der erste Offizier. Daniel sagte, ich bin der Kapitän und sie gehen auf das Piratenschiff und begannen wegzusegeln. Kann ich weiter lesen, wie du mit dem alten... Ja. Mach. Oh, das war schön. Ich glaube, das hat ich selber geschrieben, wo sie noch, als ich kleiner war. Da hat sie schon sächsisch gesprochen. Smartha. Daniel finally came over to get his game. I'd been dreading it. But he brought this story with him that I wrote when we were little. I started reading it. And then there I was, crying at the kitchen table. He asked what was wrong, and I was thinking about how we used to be friends, how much I take him for granted. But instead, I told him about school, and Dad, and Lonnie. And then how sorry I was that I wasn't his friend anymore. He gave me a hug and said it was going to be okay. For some reason, I almost believed him. Oh. Das ist versöhnt, wie sie sein sollte. Ich nehme mir Waffe jetzt! Meine Waffe ist immer noch die. Oh, fliege ich jetzt um den Kopf. So viele Briefe. Schade, ich dachte, ich kann nichts auch hier aus mir anheben und so. Was? Oh, das ist Butter, geil! Peanut Butter Jelly Time! Oh, Apple, also wirklich mit dem Style. Stehst du drauf? Mhm. Weil du nie gewesen. Musst du mal essen. Men are what they, mothers, mates, sicher, die da, la, 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 la. Also Männer, ihr seid das, was eure Mütter aus euch gemacht haben, merkt euch das. Herzlichen Glückwunsch zur neuen Stelle, liebe leitende regionale Naturschutzbeauftragte Greenwire. Nachdem ich Ihre formellen Bestätigungsbrief erhalten habe, schreibe ich Ihnen nun, um Sie zu Ihrer neuen Stelle als leitende regionale Naturschutzbeauftragte der staatlichen Waldschutzbehörde zu beglückwünschen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg für Ihre letzten Wochen im Flintlock National Forest und freuen uns schon jetzt darauf, Sie an Ihrem neuen Schreibtisch im Büro der staatlichen Waldschutzbehörde um 8 Uhr am 1. Mai begrüßen zu dürfen. Gezeichnet Bruce Pendleton, Ihr neuer Bürgerschaft vom 19. April 95. Jetzt schön vom Nav bei dir. Polizei. Terror! Na gut, ich schätze mal wieder. Die hat irgendwie einen Tattrich. Ja. Ja, die Caitlin? Caitlin, ja. Ja, genau. Ich muss mal hochwerfen. Hey! Oh, Scheiße.
zu den Seitenschränken oder so. Hm? In diesen Seitenschränken manchmal. Kann man, ach, geht dran. Ich dachte. Oh. Juni 1995, Katie kommt diesen Monat nach Hause, ruft an wegen genauen Tag. 3. bis 7. Juni Jubiläumsreise. Da steht aber sehr viel drin. Anniversary Trip, ich glaube, das ist die Hochzeitsreise, wenn ich mich nicht irre, die 4. Wochen-Anniversary. Was haben wir noch? Harry Wank Pickup, also den irgendwo mitnehmen, an Chasement. Dentist Sam, ach so, am 12. kommt sie nach Hause. Fast Club Terry Hit. Keine Ahnung, den Rest kann ich nicht lesen, ist zu geil. Vielleicht sind die Eltern ja, als. Freis? Nee, hier auf diese Hochzeitsdings da. 4. Wochen. Na, Mittwoch, wird gesagt. Oh Gott. Schade, dass da nicht immer bei so einer Lokalität so. Oh, Hamburger, was ist denn das? Bumm, sieht aus wie hier. Dings. Pasta! Steht doch da, Pasta, da. Achso. Da, Pasta. Burgerpasta. Quatsch, Erdnuss? Kartoffelchips ist das. Erdnusschips, lecker. Na gut, Erdnussflups. Hippos. Wo sind die? Tuna, Dinner. Klassischer. Tuna, muss jetzt irgendwie automatisch an Thunfisch denken. Oh, Vanillekuchen. Was für Vanillekuchen? Vanilla Cake Mix. No with Pudding. Pudding! Jetzt kriegst du diese Honey Snaps. Für die coolen Skateboarder. Yeah. Mmm, Baked Beans. Ist Bean. Oh. Jedes Böhrchen gibt ein Türchen, manchmal sogar zwei. Eieieiei. Sweet Corn. Also Mais. Darfst du dein bisschen. Russian Dressing. Nur ich dachte, das wäre Ketchup. Das geht, ist nicht dumm. Bean für den Rest. Und Flanke! Den kannst du so nicht drin. Ja, yeah. Ah, genau, rein! Zu. Yeah. Sehr schön. Oh, die Spülmaschine kann man aufmachen, aber welche macht? Teller! Yeah. Ist das schön, nicht kaputt geht hier? Also, das ist Pappe. Ja, das. Muss ich das Ding wieder reinmachen? War's nicht. So, da unten. Jetzt ist dann nichts anderes mehr übrig, als da. Was? Muss ich noch runter zu gehen? Achso, gut, glaube ich. Gut, im Schubfach haben wir was. Oh, Unknown Dimension lebt 464 Michigan Avenue, New York. Ne, Newark, New York 07114. Terrence Green bei Erster Arbor Hill, Boone County, Und wir, der. Nimbu. Der zufällige Retter Terrence L. Green für eine neue Entdeckung aus der Reihe Unknown Dimension Literature. Das sieht bis aus wie aus Walking Dead. Okay, haben wir einen Schubfach noch was? Tassen. Links. Tassen. Nee, Becher. Okay. Und Gläser. Dann haben wir einen Schubfach. Das. Am Tisch. Achso. Das gibt's hier oben. Ja! Karten! Komm, wir spielen, Mama! Musik pickelt! Ja! Was kriegen wir? Können wir oben tanzen, scheiß drauf! Ja. Oh Mann, ich wollte gerade mit dem Handy so. Keine Nummer. Das Kartenspiel blockiert. Das ist so robust. Also. Okay, oh. Okay, oh, geht nicht. Fangen die andere Tür selber auch noch dem Arm. Ich mach das immer auf hier. Mhm. Ich kann, ach, das kann ich nicht nehmen. Ist, ja. Was haben wir hier schönes? Farbe. Ja. Gelb und pink und pink. Weiß und pink. Stellt sich sogar wieder auf, ey, voll die geilen Visiten. Da war der. Grün, würde ich sagen. Wir bauen den schon.
Warte, ich mache mich hoch. Hoch und. Nee. Ist zu schwer. Nee, nee, ich glaube, ich kriege das schon hin. Warte, nochmal drehen so. Nochmal. So. Nein, nein, nein. Ja. Nein. Fast perfekt. Ich schaff das noch. Meine Fresse. Scheiß drauf. Ja. Ach, gib mir mal alles schon wieder. Boah, das Sound ist versaut. Nee. Okay. Lieber Mr. Greenboyer, ich hoffe, dieses Schreiben findet den Weg zu Ihnen, Mann. Achso, zu Ihnen, Mann. Es würde sogar ein Wunder, wenn es ankommt. Ich versuche schon lange Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Keine Sorge, wir sind nicht die Polizei, die Männer in Schwarz oder irgendwelche unheimlichen Nazi-Scheren. Nein, wir sind auf Ihrer Seite. Doch zurück zum Anfang. Unknown Dimension ist ein Verlag mit spezieller Leserschaft. Wir nehmen alles auf, was eigentümlich seit seiner Zeit voraus ist. Alles Verlorene, aber von Eingeschworenen fast nicht. Fans nicht. Also Fans nicht, vergessen. Alles, was sich nicht dem Massenmarkt beugt und nur veröffentlicht werden will, wenn es bleiben darf, wie es ist. Seit unserer Gründung vor 4 Jahren haben wir einen richtigen Lauf, haben ausgegraben, wiederbelebt und zeitlose Werke entdeckt, wie zum Beispiel NN Bestmans, Message of the Snake Man, It's Inside Me von Jens Keller und Emil Kriegers, Verbotenes Venusian Flash Traders. Als wir ramponierte Ausgaben ihrer John Russell-Serie auf einem Kirchenflohmarkt in Long Branch, New York, erspähten, haben wir versucht, den Autoren dieser düsteren amerikanischen Außenseiterliteratur zu finden. John Russell, freundlicher Versicherungsvertreter bei Tag, wagemutiger, den Lauf der Geschichte zurückdrehender Soziopath bei Nacht, ist jener Vertreter Friedenswächter, den das moderne, spießige Amerika verdient. Es ist unser Auftrag, ihn neu zum Leben zu erwecken. Wir möchten Ihre Erlaubnis haben, Ihr Werk neu aufzulegen, da Ihr damaliger Verlag Mercury Books vor einem Jahrzehnt bankrott ging. Wir möchten, dass Sie uns ein neues Vorwort zu Ihrem Buch schreiben, welches dann in den brandneuen Ausgaben von Der zufällige Reiter und der zufällige Retter erscheinen. Produziert von Unknown Dimension als limitierte Auflage und direkt beworben bei unserer anspruchsvollen Leserschaft. Wir freuen uns, mit Ihnen an Bord zu gehen und Ihr Werk mit Gebrüll in die feuchten Hände einer nichtsahnenden amerikanischen Bevölkerung zurückzukatapultieren. Es ist höchste Zeit. Heben wir ab. KAZ, Medisch, Kaczynski, Verleger, Unknown Dimension, irgendwas. Ja. Friedensfächer, das kribbelt auch bei hier Tribut von Panem. Okay. Das ist nicht kribbelig. So, das ist schon ähnlich. Der zufällige Außenwerte, Terence L. Greenbrier, eine neue Entdeckung des aus der Reihe Unknown Dimension. Little Robert. Also hat das den wohl gewährt, den Verlag auflegen zu lassen. Nur verstehe ich nicht warum, weil der hatte doch schon. Oh. Wo ist die Kettensäge? Steht so ein Typ hinter uns mit so einer Rockermaske und Kettensäge so. Sam, deine Mutter und ich werden über ein verlängertes Wochenende vom 3. bis 7. Juni verreisen, um unseren Hochzeitstag zu feiern. Wir werden in der Schlucht zelten, aber wir rufen dich an, wenn wir uns auf den Heimweg machen. Sorry, dass die Küche noch mitten in der Renovierung ist. Traue nie einer Vertragsfirma. $40 auf dem Tisch sind für Pizza, während wir weg sind. Sei brav, Dad. Jetzt sind die doch wieder in dem. Also wissen wir schon mal, wo die Eltern sind. Mhm. Dann nur die Frage, wo ist Sam? Die steckt noch irgendwo anders. Die ist auf dem Dachboden. Und macht da ja Hexenrituale. Von der Schiffenbeiersäule. Die knutscht mit Loni rum. Könnte auch sein. Orange Soda. Milch! 2% Milch! Der Rest ist Abfall. 2% Milch, oh mein Gott, so viel habe ich. Oh nee, das. Das ist Bio, wie man es will. Oh. Loni, meine Eltern verlassen die Stadt, also haben wir sturmfrei in meinem Haus, bis du fortgehst. Stell dir nur mal vor, die Nacht in meinem Zimmer zu verbringen, statt zu unserem üblichen Fleckchen auf dem Dachboden zu schleichen. Zu schieben wollte ich gerade sagen. Zu schleichen. Nicht, dass der Dachboden nicht auch seinen ganz eigenen muffigen Charme hätte, aber mein Zimmer ist wärmer. Sam, wir sollten das Bett deiner Eltern besuhlen, während sie weg sind, damit würden wir es ihnen heimzahlen. Loni, du bist widerlich. Ändere dich nicht, niemals, Sam. Okay. Ich hoffe, mit besuhlen meint ihr jetzt nicht das, was ich denke. Doch, das meint sie. Glaube ich. Okay. Jeder wie er will. Die wird mir sympathisch. Ja, mir auch. Cornburger Sam. Ein Clown. Ich hasse Clowns. Also auch in Horrorspielen ist das Schlimmste, was passieren kann, Clowns. Mach auf die Bucht hier. Kann man nicht einfach ein Fahrrad irgendwie so durchschrallen, so.
Ist überall das Licht an mir. Hm. So, haben wir noch. Weiter. Ja. Oh, jetzt halt doch mal die Gusche da. Links oder rechts? Rechts. Ich nenne das Bild Boote auf dem See. Sehr einfallsreich. Die Dinger kann man ja wirklich machen, wegmachen. Lol. Booted Out, ein Abschiedskonzert für Lonnie D. Girls Scouts, allerletzte Show. Jedes Alter 3 Dollar. Samstag, 3. Juni, sind Tommy. Lonnie had her going away show with her band tonight. She's so incredible on stage. When she was singing, I could practically forget everything. That we only had 48 hours left. That I don't know what comes next. That I can't live without her. Then she dedicated the last song to me. I couldn't take it. I was out on the curb in the alley, sobbing until my ribs hurt. I would follow her anywhere, Katie. But I can't. Where she's going. After a long time, she found me. She said she was sorry. She said, I wish things could be different. I just wanted to make you happy. I said, I don't think you can anymore. Oh, ich hab wirklich ein bisschen ein HCL hat wohl aus den Augen. Ey. Das hat jetzt so richtig von Happy so. Yeah, wir haben was gefunden. Strom weg. Die stimmt die geht ja. Ach, zur Armee. Hi, Mom, Dad und Sam. Ich hatte eine wundervolle Zeit an den Stränden Barcelonas. Dad und Sam, ich denke, euch würde die Architektur von Gaudi gefallen. Es ist wie von einem anderen Stern. Ich bin auf dem Weg zum meinem letzten Ziel, Amsterdam. Für wie lange? Kommt drauf an. Wie geht das Geld aus? Ich werde nach einem billigen Last-Minute-Ticket Ausschau halten und euch anrufen, wenn ich auf dem Heimweg bin. Sorry, dass alles so kurzfristig ist. Freue mich auf unser Wiedersehen. Es wird schön, wieder zu Hause zu sein. Liebe Grüße, Katie. Ja, muss man jetzt eigentlich nur gucken, hier irgendwo über drüber fahren und so gucken, wie es aufleuchtet. Und da hätten wir auch bestimmt den Code gefunden für den Schrank. Weil das war dann im Internet, hat es gehört, dass man diesen Code gefunden hat. Wurde geschrieben, dass da der Code hinter so einem Panel ist. Und wir wussten nicht, dass man die wegnehmen kann. Naja. Jetzt finden wir den Code, ich würde so ausrasten. Ich glaube, würden wir das Haus nochmal absuchen, würden wir auch finden. Home Cooked Magazine, December 1993. Risotto, 10 Varianten, einfache Familienspeisen, Pizza, mitten in der Woche. Ja. 165 Rezepte enthalten. Was tun mit Resten? Essen? Meine Meinung? Auch Reis? Nee, das ist nicht Reis, das ist Brokkoli. Ja. Reis. Reis. Ich finde das gut gemacht mit den Bäumen so. Mhm, wie der Regen runterfließt. Dopp, 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 dopp. Guck, war die Taste? It's raining trees. Halleluja. Ich hab's zugedichtet. Jetzt passt. Hallo. Was sind das? Das ist ja gerade so ein Blutfleck an der Wand, oder ist eine Jacke. Oh, das riecht mir nicht so, ja. Waschmittel. Bix. Trink. Vor allem Trink, Waschmittel. Na gut, es gibt doch Flüssiges. Ich trinke die Seife. Ja, du hast gleich nicht studiert. Und wir sind weiter. Wir haben Game over. Game over, du hast das Wasser zu lang angelassen. Ja. Wax, Powder, Facebombs. Clean Gel. Clean Gel, warum denn? Ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Doch, das wird schon klappen. Okay. Oh. Sam, ich wünsche dir einen Weg, es besser zu bekehren zu können. Die Armee ist die Sache, mit der ich aufwuchs. Sie ist ein Teil von mir. Die Armeefreunde meines Dads sind wie Familie.
Ich wusste immer, dass ich eines Tages mal da enden würde. Ich habe mir nie etwas anderes vorgestellt. Ich wünschte, die Dinge könnten anders sein. Vielleicht eines Tages, wenn ich in einer Basis stationiert bin und du mit College fertig bist und eine berühmte Autorin geworden bist und ich einen Panzermotor mit geschlossenen Augen zusammenbauen kann, werden die Dinge anders sein. Und wir können zusammen sein. Bis dahin, L. Lowly. Das ist... Wie nennt man das auf Englisch? Forbidden Love? Also, unmögliche Liebe, die nie aufgehen kann. Sie darf nicht sein. Sie ist falsch. In den Augen der Eltern. Dabei ist sie es nicht. Und sie trifft die Flasche nicht. Das hebt das Drama immer weiter. Das ist voll Pain, ja. Na komm, mach jetzt nicht so viel. Ja, warte. Warte. Ja. Warte, warte, das passt noch rein. So. Und an. Bing. Und wieder in Sendung, wo ein Zwiebelstein da reinmischen müssen. Das haben wir doch schon gesehen, da aus der ersten Küche. Ja. Wir machen dann schon so einen kleinen Pflanzengarten. Das ist ein kleiner Grasgarten. Ja. Nicht dieser Grasgarten. Ach Mann, ist meine Stimmung im Arsch wegen der Story hier irgendwie. Ja. Achso, Klappentext. Es ist beinahe 20 Jahre her, dass John Russell das letzte Mal gerufen wurde. Zweimal rettete er schon das Leben des Präsidenten. Er hatte Tage der Zukunft praktisch vergessen, Tage der Gefahrspannung, jene Tage, an denen er etwas zählte. Als sich also der so bekannte Riss in der Zeit abermals vor ihm auftat und seine Vorgesetzten daraus hervorschauten, zögerte er nicht. Ist der Präsident in Gefahr? Nein, das Leben, das sie dieses Mal retten werden, wird ihr eigenes sein. Bam, bam, bam. Erstmal was trinken. Und mit diesem Stift des Wahnsinns verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge, denn die 20 Minuten sind rum. Wiedersehen.